Es ist wahrscheinlicher, ein Atom, also das kleinste Teilchen des Universums, zu spalten, als die Vorurteile der Menschheit. Albert Einstein. Was Einstein damit meinte, ist, dass so viele Menschen permanent auf die Meinung anderer Rücksicht nehmen und ihr eigenes Leben dadurch negativ beeinflussen. Entweder Kategorie 1, sie vergleichen sich permanent mit anderen und fühlen sich meistens minderwertiger, oder aber sie haben eine besondere Gabe, trauen sich allerdings nicht, aus dieser Riege auszuscheren, ihren eigenen Weg zu gehen, weil sie denken, was werden dann die anderen sagen, wenn ich etwas tue, was mir Freude bereitet, was mich glücklich macht und die anderen es nicht tun. Und genau aus dem Grund bleiben sie in der Riege drin stehen und passen sich entsprechend der Gesellschaft an. Und es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, in einer Welt zu leben, die fremdbestimmt ist. Und das wiederum bedeutet, alle Genies sind irgendwann mal ausgeschert, alle Genies sind irgendwann mal den eigenen Weg gegangen, weil sie wussten, entweder ich passe mich an oder aber ich gehe meinen eigenen Weg, den Weg der Wahrheit. Und es gibt auf dein Leben übertragen nur einen einzigen Weg, der für dich richtig ist, und das ist dein Weg. Und wenn du deinen Weg gehst, kannst du von niemandem überholt werden. Und wie hat dir das letzte Video gefallen? Schreib unbedingt deine Anregungen, Wünsche, Ideen oder Fragen unten in den Kommentaren, damit ich weiß, was dich beschäftigt. Zudem zwei kurze Dinge. Wenn du das praktische Erfolgswissen, was du auf diesem Kanal findest, in hunderten von Videos nicht mehr verpassen möchtest, dann abonniere gleich den Kanal bzw. hol dir den nagelneuen Videokurs im Wert von 99 Euro, genau passend zu diesem Thema. Das Ganze als Geschenk von uns on top. Der Erfolg ist in dir. Dein Maxim Mankiewicz.